Ja, ich guck gerade mal wegen Bäumen, die man abhacken kann. Mit Bäumen. Also eher unten. Ja, das müsst ihr machen, ich habe keine Axt. Ja, ich guck gerade. Oh, Wassermelone halt. Oh, scheiß Kinder da draußen, ey. Da, siehst du? Guck mal. Der Pieper ist nämlich im Real Life, ist das so einer. Ja, das ist ein richtiger Agro-Opa. Das wird mal so ein richtiger Opa, der den ganzen Tag am Fenster hockt und die Kinder vollballert. Hey, ich bin über 30, mittlerweile kannst du mir... Könnt ihr Spaß zu haben da draußen, ihr Nichtsnutze, ihr. Immer arbeiten. Als ich so alt war wie ihr, barfuß im Schnee Streichhölzer verkaufen. Ja. Nein, also wenn du zu mir mittlerweile okay Boomer sagst, dann hat das vielleicht schon eine Rechtfertigung, ist das schon gerechtfertigt. Okay, Boomer. Was das? Wenn du zu mir sagen würdest, okay Boomer, wegen meinen Ansichten, weil ich ja auch schon älter bin. Ja, schon so Boomer, er versteht es nicht mal, was du gerade sagst. Was, YouTube, was ist das? Boomer. Kennst du das nicht? Dieses Meme, was da eine Zeit lang rumgeht? Er ist ein richtiger Boomer. Er ist Boomer, Alter. Aber er ist ein halbes Jahr jünger als ich. Und er ist mehr Boomer als ich, ey. Ich dreh durch. Warte, du müsstest dich mal mehr im Internet aufhalten. Kriegst ja nichts mehr mit da hinten. Muss ich das, ja? Weißt ja noch nicht mal mehr, dass du 1 Million Abonnenten geknackt hast auf YouTube. Kleiner Scherz. Ja, die hast du eh gekauft. Alle bei eBay gekauft. Habt ihr das gehört, wo YouTube? Haben wir Melonen und so? Die haben wir oben, gell? Das auf jeden Fall die dafür. Samen. Die Seeds, ja. Ja. Die Melonen selber nicht. Aber wie kommen wir denn jetzt da drüben drauf? Das ist eine gute Frage. Kokosnuss aufheben, Palmsamen, wir hätten die Sachen weggeschmissen. Ich? Sag mal, tickst du nicht ganz was richtig? Was willst du denn mit dem Mist? Ja, du kannst Kokosnüsse essen und Kokosnüsse hier auf Palmen. Und kannst du da... Süße! Es fängt wieder an, Mann. Oha, hier ist ein Kugelfisch, Alter. Ist er gelb? Hin. Ja, ja. Da mit dem Pfeil und Bogen abschießen. Den brauchen wir für Explosionspulver-Gedönse. Ja, du bist lustig. Ja. Hab ich. Ich weiß. Arnold, du könntest glatt Comedian werden. Hast du schon mal über eine Laufbahn in dem Bereich nachgedacht? Comedian? Ja, also Comedian, Alter. Ey, hier gibt es übelst viele Bäume, die man ernten kann. Das ist ja mega. Na. Das ist mein Spruch. Na. Na, ist mein Spruch, aber ist okay. Das ist er wirklich, ja. Siehst du? Sogar Arnold gibt mir recht. Und wenn das passiert, sind die neuen Planeten in Reihe und Glied. Ich wollte gerade sagen, dann ist die Apokalypse nicht mehr allzu weit. Das sowieso. Auf die Apokalypse warte ich aber auch schon seit ein paar Jahren. So, Pieper, jeder noch einen Baum? Auch gerne auch zwei. Bei Kreuzigung geht es rechts rum. Jeder nur ein Kreuz. Was? Willst du es nicht? Nee. Oder Monty Python? Boah. Was? Nee, Leben des Brian. Leben des Brian. 50.000 Jahre her. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Netz? Oder doch lieber das andere Ding. Bei Kreuzigung bitte rechts rum und jeder nur ein Kreuz. Gibt's hier nicht bei... Ach komm, ich baue trotzdem das Netz, ey. Scheiße, Prime? Ich meine, den da mal gesehen zu haben. Wirklich? So, das auf jeden Wenn Fall. Du den noch nicht kennst, dann solltest du das unbedingt nachholen. Ja, ich meine den Was da gesehen das? Zu also dass der da auf der Plattform ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube aber nur im O-Ton. Leben des Brian und Ritter der Kokosnuss, die musst du dir auf alle Fälle angucken. Ne, der nicht, also der nur der Leben des Brian müsste da sein, glaube ich. Der Geil, den musst du dir trotzdem alle angucken. Ja, wenn ich dazu komme, mach ich das. Jetzt guck ich doch einfach mal an, Mann. Guckst du doch mal, Mann, ey. Wo ist denn der scheiß Problem? Ah, jetzt guck doch mal, Mann. Guck doch mal hier. Ja. Das Vögelchen. Ah, ich hab mich verarscht. Das ist nur mein Sack. Was? Naja. Bro, es gibt leider nichts Großartiges auf der Scheißinsel. Na. Wo ist der Fisch, Pieper? Hast du den jetzt im Wasser gefunden, oder was? Wenn der. Wo bist du gerade? Arnold, richtig schlauer. Hast du den Fisch im Wasser gefunden? Ja. Nee, hab ich nicht. Ja, Arnold, wo bist du denn? Ich springe gerade bei unserem Floß. Kurz vor unserem Floß springe ich hier bei diesem Bambus rum. Yes, ich komme gerade. Ich erledige gerade erstmal den Hai. Dann zeige ich es dir mal so ungefähr. Da ist er ja! Oh, sieht das scheiße aus. Ach, hast du den Kugelfisch schon? Ja. Ja, dann ich bin gerade in Trouble, Mann. Ja, warum fragst du mich dann, wo der ist, wenn du doch schon weißt, wo der ist, Arnold? Das ist doch Quatsch, ist das so. Überleg doch mal ein bisschen. Ach, da ist der Kugelfisch. Bei mir ist auch ein Kugelfisch.
Ein Vogeltisch. Der schielt aber ein bisschen, oder? Den meinte ich nicht, der hier ist, aber. Na, guck mal, der Hai kommt auch noch. Dann ja, haben wir noch. Der hat den Kugelfisch gefressen. Was? Nee, ehrlich? Ja. Nee, der ist er doch. Nee, der ist doch noch hier. Oh. Und der explodiert und ist weg. Ich sollte nicht explodieren. Oh, und der ist weg. Tötet mal den Hai jetzt. Ja, wie denn? Ich hab nur eine Machete. Mach doch nix. Ich hab auch eine Machete. Komm her, du Pappnase. Komm, wir geben ihm jetzt mal richtig hier. Oh, ich bin fast tot. Noch ein Kugelfisch. Ja. Wo ist das? Das ist eine heikle Situation, Alter. Ah, da hinten. Hier direkt bei uns. Ich glaube, hier um die Umsel, genau. Um die Insel herum. Um die Umsel, Alter. Aber zu mir sagen, ich kann nicht sprechen. Ja, oh, hochintelligente shit, Menschen denken halt schneller, als sie sprechen. Deswegen kann es da mal zur Überschneidung kommen. Ich sterbe gleich schon wieder. Das kann hab ich mal sein, gelesen. Ich muss jetzt erstmal hier oben bleiben, Mann. Das geht nicht. Huch. Oh ja. Ich denke mal, ich muss den Fisch eher von außen abschießen, oder? Statt von unter Wasser. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ha, ich bin gleich nicht tot. Ich auch. Verarscht. Oh, ich hab nur noch ein Prozent. Ein Biss entfernt vom Tod, Alter. Ein Bissenchen vom Tod entfernt? Ja. Ach ja, so ist das im Leben, ne? Manchmal beißt man, manchmal wird man gebissen. Es ist einfach so. Ich angel mal ein bisschen. Yes. Auch welche Ressourcen gibt es aber nicht großartig hier, oder? Ich konnte es noch nicht so. Doch, also hier vorne, jetzt links vom Pieper aus im Meer, ist schon viel Schrott noch. Generell, wo Pieper ist, ist viel Schrott. Boah, Alter. Ich schwöre dir, du hast nur abgesagt, damit wir nicht kommen und dir die Hochzeit versauen, ne? Ich hab nur euch abgesagt. Ja, sag ich doch. Das ist gut, ja. Nein. Ja, Leute, es ist nichts. Ihr müsst es findet nicht statt, ihr braucht kommen. Ja, und dann so auf Insta und so sieht man voll die geilen Partybilder. Einen schönen Abend. Nein, ist gut, braucht ihr nicht. Nein, Kontaktsperre. Kommt uns gerade gelegen. Sollen wir vorbeikommen, Part? Einfach so, nee, lass mal. Nee. Ey, komm, macht euch keinen Stress jetzt, alles cool, bleibt zu Hause. Braucht da nicht den weiten Weg auf euch nehmen. Geschenke könnt ihr trotzdem schon mal schicken. Aber Pader, ich habe extra einen Kasten Bier und eine Flasche Jackie gekauft. Nein, alles gut. Ja, kannst du vorbeischicken, aber ja. Ja, schickst du genau. Aber bleib selber zu Hause, bitte. Ja, ich weiß aber schickst du an meine Eltern, nicht an meine Adresse. Genau. Das ist ein hässlicher Hai, Mann. Ich schwöre dir, dann kommt irgendwas von schenkscheiße.de. Hai ist tot. Es kann wieder gelootet werden, Boys. Nein, ich mach's aber ein bisschen interessanter. Ich schick dir eine Kiste Krombacher. Allerdings habe ich die vorher präpariert und es ist in jeder Flasche so richtig reingepisst oder so richtig schön Dünnpfiff drin. So, also, wie geht das jetzt hier? Also? Es ist schon ein bisschen krank, dass du sowas witzig findest, ne? Okay, kranker Pieper, Mann. Ich finde das witzig, wenn du die Kiste dann aufmachst und dich schön freust auf ein schönes Bier. Ja. Wir schlucken der Hässliche! Du bist so ein kranker Bastard. Ja, das sagst du, Leute, Kinder, was das für ein kranker Wichser ist. Ja, das sagst du mir, dass ich ein kranker... Am Arsch, ja, Alter. Ja, aber hab ich so wer wollte Ideen, denn hier was? Die ungeborenen Hä? Vogelbabys da knallen, nice. Alter? Explosiver. Ja, ich hab explosiven Schleim aufgenommen. Geil. Ja und? Wie oft hast du mich schon beleidigt? Da hab ich schon Recht dazu, sowas auch mal zu, in den Raum zu werfen. Bin ich sprachlos. Ich habe einen Kugelfisch getötet. Na, ach, das Schwein. Das hier kein du Lachs. Schwein. Du Monster. Arnold ist der kranke Bastard. Der tötet die einfach unschuldige kleine wehrlose Tiere, um unserem Disput zu entkommen mir. Das ist ein richtiger Schwein. So, halbe Stunde kann ich noch. Ja, wunderbar. By the way. Oh, jetzt habe ich ja schon auch so eine scheiß Ente gelootet, geangelt. Ente gut, alles gut. Jetzt hör doch mal auf. Ja. Lass doch mal die Ente in Ruhe. Muss jetzt schon Enten belästigen. Scheiße. Alter, es ist ja, dunkel, wenn ich keinen Vogel kriege, dann sind es halt Enten. So. In der Nacht ist es scheiße zu looten, Mann.
Ach Quatsch. So, ich kümmere mich gerade mal um euer Wohlbefinden hier. Der Grill sind alle voll, Leute. Gönnt euch. Träum nicht, ich glaube, der pisst da irgendwie übers Fleisch. Es ist perfekt einmal mariniert die, für euch, Boys. Die Fische einmal durch die Kimme durchgezogen. Von wegen, das kommt durch die, diese braunen Stellen kommen durch den Grill. Alter. Das sind Grillspuren, Junge, Grillspuren. Ja, ja. Von deinem Einrostgrill. Ach, wir sind schon kranke Wichser, muss man einfach mal sagen. Ach, jetzt sind wir kranke Wichser, ja wunderbar. Wir sind wieder zu deine Meinung Plural, aber sehr bitte. Alle, das sind alle kranke seltsam. Wichser. Also du als Wissenschaftler, das würde glaube ich nicht gut funktionieren. Einfach Plural, Entschuldigung. Weiter habe ich die These, 5 Minuten später habe ich die These. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe gerade eben noch irgendwas gesehen, jetzt aber weg. Ja, jetzt mal. Das war aus dem Nichts. Ohne Witz. Fuck, ich saufe ab, Mann. Wollen wir weiterfahren? Sag mal, wie tief bin ich eigentlich? So tief bist du schon gesunken. Ja, ohne Witz, ey. Aber gibt's denn schon Pläne, wann das Spiel hier fortgesetzt werden soll? Boah, keine Ahnung. Habt ihr mal nachgeguckt? Nee, nachgeguckt. In den Kommentaren stand auch nichts. Bald? Liebe Zuschauer, wenn ihr das wisst, demnächst. Könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, gleich hier, bald. Nach Corona. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich warte ja auch noch auf ein Update von Blasphemous oder wie das heißt. Das ist hast ja du auch das? Dieses. Ja, ja. Mega geiles Spiel. Das Problem ist allerdings, das sind spanische Entwickler und. Nee, nicht für Switch, für Steam. Und es sind spanische Entwickler und Spanien hat es ja leider ein bisschen heftig getroffen. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen sehr viel länger dauern, bis sie da was machen können. Verständlicherweise. Wieso? Ja, weil die da hinten Lockdown haben, ne? Immer noch so krass, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell aussieht, aber die Entwickler haben halt gesagt, die wollten das im Frühling raushauen. Die haben noch gar kein Statement geschrieben. Also von daher gehe ich davon aus, dass es da ein bisschen heftiger ist. Und das Kacke, dass jetzt diese PlayStation-Vorführung abgesagt haben, ey, da habe ich mich schon mega drauf gefreut. Ja gut, aber der Grund war ja mehr als verständlich, der ist, ne? Der ist verständlich, ja. Ja gut, aber die hätten ja die PlayStation selber eh noch nicht gezeigt. Die hätten nur Spiele gezeigt. Also doch, die hätten auch die PlayStation vorgestellt. Nee, haben die selber gesagt sogar, dass sie das nicht gemacht haben. Ja? Hm? Die sollte nochmal zu einem späteren Zeitpunkt allein vorgestellt werden. Die würden mich ja schon mega interessieren. Ja, wobei mich jetzt in erster Linie wirklich die Konsole juckt, wie die jetzt aussehen soll. Weil Xbox halt schon wieder eher gezeigt hat. Ja, die Kimme, ich weiß. Und der sagt wahrscheinlich auch noch, dann würde ich dir empfehlen, geh dich mal waschen. Hi, Arnold. Ja. Hi, Pader. Hier ist noch so viel Schrott, wollt ihr das nicht looten? Ja, weil die Xbox halt schon wieder schneller war. Hi, Arnold. Ich muss ums Essen hier. Ich muss wieder aufs scheiß Boot, Mann. Nicht aufs scheiß Haus. Das kratze ich ab. Wir bräuchten mal noch einen Grill. Ich glaube, ich baue noch einen dritten Grill. Ja, mach mal. Ach schon, was ist das für ein komisches Muster hier auf dem Boden? Ich habe jetzt kein Metall unten gefunden, Mann. Nee, Alter. Scheiße. So, einen Hit kann ich noch vertragen, dann war's das, glaube ich, mit mir. Smoke on the water. Boah. War das ein Hit? Ha! Gott im Himmel, Alter. Der hätte eigentlich von dir kommen können, Pieper. Und ihr sagt, meine Witze sind schlecht, Alter. Ohne Witz jetzt schon. Warte. Ey, was habe ich jetzt für einen geilen Kopf auf? Guck sagst mal. Du noch einmal, meine Witze sind schlecht? Ja, ich, weiß, ich, auf ich würde mal auf dein Niveau runterkommen. Ja, am Arsch. Du wolltest auf mein Niveau hochkommen. Verstehst du das nicht. Pieper, siehst du das? Ach du heilige Scheiße, das sieht aus wie so eine billige Badekappe, ey. Sag mal, wo denn? Das sieht echt geil aus. Ist der Hai tot? Nee, ist er noch nicht. Ich hab das Gefühl, wir haben nichts gemacht in der Folge. Oh, doch. So. Wir haben essentiell wichtige Dinge gemacht hier. Was brauchen wir denn für einen Grill? Bordbestand. Sehr wichtig sind. Wo ist der Hai? Oh, hat jemand noch 6 Nägel? Der Kiste müssen wir hier sein. Ah ja, genau, 6 Stück. Perfekt. Ah, ist der Hai tot oder was? Nochmal einen Grill. Ja, guck mal, weil ich so schön sortiert habe, hast du es so schnell gefunden. So, kannst nochmal Danke sagen. Danke, Pieper. Ja, danke, bitte. Danke, Trump. Danke, Arnold. Ja, ja, nein, auch dir danke für Hai töten und so. Ne? Ich hab den Hai nicht getötet. Nein, aber allgemein so. Ach so. Weil du machst den ja oft ziemlich kalt, ziemlich oft kalt. Ich mache ihn kalt. Oft ziemlich kalt. Guter Hai. Er ist guter Hai.
Ah, da ist ein Metall. Ja. Ich hab, Polizei. Wow, Alter, was für ein Hechtsprung machst du? Du bist ein Hai und kein Hecht, du Idiot. Mit Ei? Der Hai da? Oh, oh Gott. Ey, den haben wir jetzt schon 5 Mal gebracht und jetzt sagst du das erste Mal, oh Gott. Ja, weil er heute noch nicht kam. So. Wenn mir der Heider dann nächstes Mal ein Raid vorbeischickt bei Twitch, dann frage ich ihn mal, was er dazu sagt. Pick dich, das nie wieder. Das ist mein Bann. Anzeige ist raus. Ne, dann heidert er mich wahrscheinlich in seiner Folge. Ja, Mr. Bieber. Der Mr. Bieber, ja, der... Dreck am Stecken. Der Vollspast von Parder Games. Kommt der nicht auch irgendwie von GameStar oder sowas? Ja, ich glaube. Fuck me, Boys, ich werd sterben. Also, ich kenne ihn tatsächlich von dem Friendly Fire, wo er, war es das erste, glaube ich? Ich glaube, das war das erste, wo er da halt auch moderiert hat und sowas alles. Ich kenne ihn noch okay. So von High Five. Nee, da habe ich ihn das erste Mal bewusst gesehen. Hat er das Schuh? Kann sein, dass ich ihn bei High Five auch schon mal gesehen habe, aber bei Friendly Fire ist er mir das erste Mal so bewusst geworden. Aber er hat auch tatsächlich sehr, sehr wenig Abonnenten, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, da bei dem geht ein bisschen mehr. Ja, sollen wir mal ein bisschen noch weiter looten oder sollen wir weiterfahren? Da ich jetzt noch nicht wirklich im Wasser war, großartig, den Hai jetzt erstmal versuche zu killen. Ich hab mich schon 2 Mal gehittet. Ja, Kinders, wir haben nur noch 20 Minuten. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen nicht mehr so weit, ja. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr allzu weit wegzufahren. Versucht jetzt noch zu looten, was geht bei der Insel und dann, Ja, vor allem haben wir jetzt schon Wolle und so einen Scheiß. Nee, ich habe auch noch keine Wolle. Vielleicht bleiben wir mal hier, dann können die die Kommentare mal schreiben, wie wir das am besten machen sollen. Erstmal das und zweitens können wir vielleicht doch noch ein bisschen Eisen und so einen Scheiß. Ja, das wäre wichtig. Socken, damit wir dann halt dementsprechend eine Schere und so einen Mist bauen können, um dann halt eben die Viecher Schere zu scheren. Schere habe ich, also eine Schere. Hast du schon, okay. Ja. Und dann halt für den Rest noch. Aber Metall wäre halt trotzdem gut. Ja, Metall geht immer. Aber es wäre halt geil, wenn man diesen ganzen Schrott irgendwie hätte einschmelzen können, wenn du da genug von hast, um dann da eben auch Metallbarren rauszumachen. Das verstehe ich halt auch nicht, ja. Ein geiles Feature gewesen eigentlich. Aber wir haben hier Seetang ohne Ende. Also den sollten wir auf keinen Fall hier lassen. Wie wenig Metall hier ist irgendwie. Ja, schwimmen wir einmal komplett rum. Ich denke mal, wir werden eine Ecke noch haben, da wird ein bisschen mehr sein. Ich sehe halt nur Schrott, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt einsammeln. Aber ein bisschen Platz habe ich noch in der Tasche, da nehme ich auf jeden Fall mit. Hast du Haschen in der Tasche, da hast du mal was zu naschen. Hast du Haschisch in der Tasche? So geht das nicht, haschen. Was ist denn haschen, Alter? Wolltest du dir mal einen Blick erhaschen, oder was? Das habe ich dir extra so gesagt, damit ich jetzt nicht den Drogenkonsum der Zuschauer ankurble. Ja. Aber du musst es wieder versauen, weißt du? Nein, ich möchte es einfach nur auf wissenschaftliche Ebene bringen, indem ich es korrekt darstelle. Wissenschaftliche Ebene, ja. Oh, was passiert gerade mit unserem Floß? Dreht sich gerade, macht gerade irgendwer irgendwas? Ja, ich schwimme. Du bist der Einzige, der drauf ist, also wenn, dann bist du's. Hier ist eine Unterwasserhöhle. Oha. Well, really? Ja, ja. Wo bist du lang geschwommen? Vom Floß aus links. Bringt zwar wahrscheinlich überhaupt nichts, aber also links von der das Insel. Ist schon mal, ich bin rechts lang geschwommen. Ey, schwimmt schon wieder so ein Explosionsfisch hinter mir, ja? Oh, Explosionen. Da ist doch... Nice, 4 Erze noch. Das hole ich mir. Also sieht zumindest aus wie so eine Höhle. Oh, ach, und auf das Ding kann man auch, glaube ich, drauf. Das sieht doch auch nicht ganz uninteressant aus. Oh, du blöder Explosionsfisch, du kannst mir am Arsch lecken. Wohl, bitte nicht. Du das nicht, nein. Oh. Aha. Hier ist ein kleines Lager. Kupfererz. Zwei Metallbarren, eine Planke, Schrott, Kupfer, Glas Kupfererz, und Früchtekompott habe ich gekriegt. Kupfererz, Kupfererz. Alter, wie tief ich hier das. Scheiß Fliegen.
Kupfererz, Kupfererz, Kupfer, Kupfererz. Halt dein Maul, du dumme Sau. Hey, wart noch mal 6 Monate, dann ist es soweit. Krass, ne? Ja, dass das ja auch schon wieder ein halbes Jahr weg ist, das ist schon ein halbes Jahr, ja. Wow, ja, wunderbar. Wer hätte das gedacht? Krass, Mann. Sogar die Bild berichtet darüber. Tja, wenigstens mal etwas Gescheites. Ja, wenigstens mal etwas, was richtig ist. Ja, absolut. Boah, Alter. Also ich, hierfür muss halt echt ein Tauchgerät bauen, Mann. Also in der Unterwasserhöhle war ich jetzt schon drin. Wie gesagt, da ist nur so ein kleines Lager drin gewesen mit 2 Kisten, aber jetzt nichts Nennenswertes drin. Da ist noch der Explosionsfisch. Den rippe ich auch noch weg. Rippen, dippen? Was? Sonst sterbe ich, Alter. Oh. Rip, rip, hurra! Rip, rip, hurra! Das ist auch schon ewiger, so, dass das mal einer gesagt hat. Rip, rip, hurra. Was? Ey, nee, das fand ich ganz witzig. Ich muss sagen, ein ganz kleines bisschen schmunzeln. Ist so. Aber nur ein bisschen. Ja, wir haben schon ewig nicht mehr gehört, dass das mal einer sagt. Rip, rip, nein, hurra! Was ist jetzt eigentlich mit GTA Live Keeper? Nenn das. Ja, also runtergeladen habe ich's. Asus? GTA habe ich runtergeladen, ja. Oh ja, dann wollen wir das am Wochenende mal in Angriff nehmen? Ja, wir können mal gucken. Ich hätte dann da lade ich jetzt mir auch mal runter die Tage. Ich habe da einen Server im Auge. Ich weiß halt nur nicht, ob der schon live ist. Das ist der von dem, wie heißt der? Mafuyu. Der, aber das läuft Dennis. Über GTA 5, ne? Nicht das über. Das läuft über GTA 5. Nein. Okay. Das ist GTA. Lucky Five heißt der, glaube ich, der Server. Den würde ich ganz gerne mal ausprobieren, weil der hat da dadurch, das gibt dass ja auch so eine GTA-Mod für Arma 3, ne? Wüsste ich jetzt nicht, aber du hast das. Aber ihr wollt doch GTA spielen und nicht Arma 3. Ja, ja, eben, deswegen. Genau. Na, wie gesagt, der hat halt einen eigenen Server jetzt gemacht, weil der hat ewig lange auf einem gespielt, wo ihm einige Dinge auf den Sack gegangen sind, und jetzt hat er selber einen in Auftrag gegeben oder mitgestaltet, was weiß ich, auf jeden Fall ist er da drin und gehört habe ich es aber auch. Hab keine Luft bekommen. Boah, ich hab den Vogel einmal gegessen. Ja, und jedenfalls, der hat jetzt halt auch einen RP-Server gemacht und hat ein bisschen was zu gezeichnet und sowas alles. Und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass er halt selber jetzt 2-3 Jahre GTA RP gespielt hat und dadurch einen eigenen Server gemacht hat, dass er sich da ein bisschen auskennt, dass das ein bisschen mehr High-Class ist und sowas alles, können wir mal gucken, ob wir da vielleicht drauf kommen. Ja, gerne. Und Alter, du wirst da nicht mehr dabei. Nee, RP ist nicht so meins. Ach komm. Ehrlich. Da kannst du endlich mal deine verschrobenen sexuellen Kulturen ausleben. Deine Frau sagt aber was anderes. Mit Schweinen wie dir, weiß verkehrt er das? Sie nicht. Dann, Steine. Ja, es kann halt sein, dass, weil die größeren Server oder die beliebteren Server, die wollen halt keine Spackos da haben. Ja, also und, dann bleib doch lieber weg. Bleib doch lieber weg, Anne. Und dass du dann halt du quasi nicht eine Art Bewerbung schreiben musst, was du dann halt machen möchtest. Wieso, weshalb, warum du diesen Server nimmst, was möchtest du da machen und sowas halt alles. Da ich möchte Quatsch so ein machen, mit ein vor. Bisschen trollen und Autos anzünden. Mir eben, damit dann halt solche Arnolds dann eben nicht mitmachen. Genau, dich suchen wir hier. Aber das finde ich so falsch, weißt du? Vielleicht ist es ja gerade ein Roleplay-Charakter, das ist ein Verrückter, der Sachen anzündet, ja? Ich finde, das ist nicht konstant, ja? Aber wenn du Trollen da reinschreibst, das hört sich ja, nicht ganz so happy an. Ja, muss ja nicht Trollen sein, ja? Aber wenn ich sage, ja, mein Charakter ist ein bisschen gestört und zündet gerne Sachen an, dann ist ey, es ey, wie geil Roleplay, waren ja die Zeiten bei Altes Bieber, weißt du das noch? Ja, hör mir auf, Alter, das war mega lustig. Ey, das hat so Spaß gemacht, ohne Scheiß. Das war schon echt ziemlich gut. Vor allem, als wir dann hinterher selber die Polizisten waren, ey, das war der schickeste Tag. Stimmt, das waren wir ja sogar mal. Habt ihr etwa Polizeibrutalität an den Tag gelegt? Nein. Nee, aber wir wurden hinterher von Hackern überlaufen, Alter, und da versuchen wir dann als normaler Polizist dagegen anzukommen. Das war witzig. Das hat Fun gemacht, ey. Und wie frech die Leute manchmal auch waren. Ja, du blast mir doch an. Oder als wir Drogen haben und vertickt haben, ey. Sind wir da nicht mal nach Kavala gefahren hinterher oder so? Ja. Irgendwie sowas war das doch.
Ah, das. Irgendwie habe ich mal wieder richtig Bock auf sowas. Das hat übel Spaß gemacht damals. Ja, das war schon echt lustig. Und da kann man sich auch immer echt geile Videos zusammenschneiden. Ich habe, glaube ich, auch mal ein paar altes Best-ofs zusammengeschnitten. Die müssen wir mal wieder angucken. Die sind bestimmt auch mega witzig. Ey, da müsst ihr auch noch mal reingucken. Da hätte ich mal richtig Bock drauf, mir das mal anzuschauen. Ach, guck mal, hier habe ich noch so eine kleine Höhle gefunden. Diesmal nicht unter Wasser. Ich will das mal töten. Ahnung, du Mörder. Ich muss erforschen. Tut mir leid. Ja. Oh, fucking ha. So. Schon wieder Hunger, Alter. Die Essenskiste ist dicke voll mit gebratenem Fisch. Könnt ihr euch hier was rausnehmen? Ich angel hier die ganze Zeit und brate das nebenbei. Also ja. An Essen werden wir nicht mehr so viel Mangel haben. Ich habe ein paar Metallerze gefunden aus so einer Kiste. 3-4 Stück. Das ist doch schon mal nice. Wo hast du das runtergeladen? Bei Epic oder bei Steam? Ne, bei Rockstar Launcher direkt. Da habe ich das nämlich drauf. Aber das ist per se egal. Du kannst ja auch im regulären GTA so miteinander spielen. Weil meine Freundin zum Beispiel hat das über Steam. Konnte ich auch mit ihr zusammen spielen. Du musst dich nur über den Rockstar Launcher mit befreunden. Ich bin so eine scheiß Glückskatze. Beziehungsweise im Social Club. Ich hab das, glaube ich, auch im Steam, wenn mich nicht alles tut. Also ich hab's ja sowieso bei Epic und bei Steam. Keine Chance. Ja, ich hab's halt über den Rockstar Launcher runtergeladen. Du kannst im Prinzip, du müsstest ja eigentlich einen Rockstar Social Club Account haben. Da musst du dich ja einfach nur übereinander drüber befreunden und dann kannst du automatisch wieder miteinander zocken. Ich glaube, wir sind da schon befreundet, oder? Müsste eigentlich, ja. Ich weiß nicht, ob wir jemals GTA zusammen gespielt haben. Ich glaube nicht. Wüsste ich jetzt so auch nicht. Ja, aber wegen dem Server, da gucke ich nochmal, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der jetzt schon lag. Ansonsten gucken wir uns halt einen anderen Server an, machen ein bisschen Quatsch. Wir sind zwei Psychopathen oder so. Bei YouTube-Psychopathen. Ne, zwei Internet-Psychopathen. Ja, sagen wir hier, wir sind beim Pixel-Helden-Kanal und sind richtig kranke Dudes. Ich bin der Martin. und Bader ist dann, weiß ich nicht. Ich bin der Arnold. Du bist dann der Bunte. Der ist der kranke Wichser. Ja, da bin ich. Oh mein Gott, lass mich nicht auf den Server. Ich habe eine Störung, Alter. Ich habe total die komischen Neigungen. Ja, Arnold, wenn du Essen brauchst, hier oben in der Truhe, hier. Schau mal rein, der ist. Alter, kranker Mann. Ja, nur für euch. Papa Pader wieder am Start, Mann. Ja, Sugar Daddy Pader. Junge, Alter. Er will uns hier halten, Mann. Er will uns hier halten. So wie der. Der so Verlust, der Joy Exotic, was machen Alter. Die Planken da drin? Das entschuldigt gar nichts, Alter. Ohne Scheiß. Egal wie viel Essen du da reinpackst. Wenn du da einmal Planken reinpackst, Pader ist das entschuldigt. Ich hab da keine Planken reingepackt. Irgendwer hat da Planken reingepackt. Uns an der Stange, Mann. Ich hab jetzt gelesen, dass der Zoo vom Tiger King jetzt an Carol Baskin ging, ne? Ist das wahr gewesen? Ich hab das auch nur gelesen. Ich dachte, das wäre ein Scherz. God damn it, Carol. Er hat verloren, also die hat echt eiskalt gewonnen, Mann. Die ist krank, Mann. Ja, so willkommen in Amerika. Dabei hat sie mindestens genauso viel Dreck am Stecken wie er. Aber der Witz. Die hat den Alten gekillt, hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich habe mir die Interviewfolge jetzt auch nochmal angeguckt. Ich fand, es war an sich ein bisschen informativ, aber es hat mich jetzt. Also da fand ich die Serie selber besser, muss ich tatsächlich sagen. Definitiv, aber da ging es ja auch nochmal darum, um nochmal so ein paar ungeklärte Fragen beantwortet zu bekommen. Nee, so als Recap, beziehungsweise so als Zusatzding fand ich das schon ganz nett, absolut. Ja. Was wollte ich jetzt noch bauen? Das hier, okay. Johnny. So, dann nehme ich noch ein bisschen Kunststoff und dann kann ich den Scheiß... Wir machen jetzt Feierabend, oder? Ey, du hast doch 7 Minuten. Ich kann den Netzwerfer bauen, Netzwerfer gebaut, okay. Nice. So, und als kleiner Cliffhanger fangen wir das Lama nächste Folge. Ich will aber hier! Willst du aber jetzt ein Lama fangen? Ja, dann fang es schnell, dann los. Ihr habt noch Ich hab noch kein Zeug dafür. Nee, lass mal. Ja, ich würde auch sagen, Leute, schreibt es in die Kommentare, wie es aussieht. Was müssen wir dafür machen, um etwas zu fangen oder hier vom Lama das Fell zu bekommen? Also die Wolle und so. Schere. Wie das funktioniert, was wir da machen müssen. Schere. Das wäre ganz lieb. Ansonsten, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssi.